wenn ich wiederkomm, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann... Mein Name ist Nufschade James. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Gemeinde Frieden und Versöhnung seit 33 Jahren. Und im Augenblick bereiten wir eine Travestie-Show vor. Mit 5 Jahren habe ich davon geträumt, mal auf der Bühne zu stehen. Es gibt Leute, die klettern auf die Zugspitze. Oder es gibt andere, die fahren mit einer Lokomotive. Das ist ihr Lebenstraum. Einer meiner Träume war, mal eine Travestie, eine Drag Queen zu sein. Jetzt bin ich 64. Ich glaube, es wird einfach Zeit, dass man das mal macht. Das kann das Leben nur einmal geben. Vielleicht ist's morgen schon vorbei. Es ist immer gut, wenn der Pfarrer die Menschen glücklich macht. Und also das, was ich gestern erlebt habe, so viel Lachen hier in diesem Raum, das haben wir in den letzten 2 Jahren nicht erlebt. Gut, natürlich bedingt auch durch Corona. Heutzutage kann man über alles reden. Und dann finde ich, das passt es genau hier rein. Für alt und jung. Ich glaube, dass letzten Endes die menschliche Kreativität von Gott kommt. Und die spielt mit allem. Diese Gemeinde hat 1983 der Gruppe Homosexuelle und Kirche, die im ganzen Rhein-Main-Gebiet einen Ort gesucht haben, wo die schwulen Männer sich treffen können. Diese Gemeinde hat den Menschen den Raum gegeben. Ich selbst war als Vikar hier bei der Gruppe Homosexuelle und Kirche. Wen ich verfügt mit meiner Beauty, der hat mit anderen Frauen nichts im Sinn. Ich komm wieder zurück nach Monte Carlo. Wie viele homosexuelle Männer und Frauen sind aus der Kirche ausgetreten, weil sie nicht gewollt waren, weil ihnen auf den Kopf zugesagt wurde, ihr müsst aufhören und dann dürft ihr erst kommen. Und da müssen wir ganz viel Arbeit und ganz viel Gutes leisten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir da gerade auf einem guten Weg sind.